Na, Lust auf Star Wars? Hm? Star Wars oder Star Wars müde? Hm? Komm, ehrlich. Viele sind Star Wars müde. Leider, ja, ist. Ich habe also stark recherchiert, habe mich mit vielen unterhalten. Seit 2012 hatten wir ja so Themen wie Figuren, Theater und solche Sachen. Wir haben Sammlungen, Sideshow, wir haben oder sind auf Figuren eingegangen. Wir haben lustige Sachen besorgt, wie diesen BB-8 hier aus reinem Porzellan für leckere Kekse, für unsere Gäste, die da hier immer drin herumräubern. Ist auch gut abgeschirmt durch das Gummi, ist also ein bisschen luftdicht, ist also in Ordnung. So, Star Wars ist aber nicht mehr Star Wars, weil ist halt so. Viele wollten 1333, viele wollten Old Republic. Es hat gerumst in allen Ecken, Disney zieht durch. Gerade gelesen, Disney ist am Arbeiten, wie immer, die arbeiten immer, nicht nur an E8, E9, E8 neu zu machen, nee, E9 weiterzumachen, sondern auch an Rebels, die sie nicht erweitern werden im Moment, dafür Clone Wars. Clone Wars, Star Wars, Clone Wars, das war ja eine tolle Sache, jetzt wird aber schon spekuliert, dass die komplett neu, weil das ja jetzt neu ist von Disney, nicht Lucas. Lucas hat damit alles gar nichts zu tun, ist nur der Mantel, der Name, der Geldgeber, Kennedy ist da, der Direktor, so ungefähr muss man sich ja vorstellen. Disney macht alles in Eigenregie, somit wird, wie gesagt, Rebels nicht auf, sondern Resistance oder Resistance wird da auf den Weg gebracht und natürlich Clone Wars. Und E9 wird auch rumspekuliert, zwei Teile zu machen und all solche Sachen. Also ein wahrer Fan, also ein richtig wahrer Fan, der mag das alles nicht. Der ist eingefleischt, der ist eingefahren und muss sich jetzt abnabeln. So, da sind wir beim Thema. Cosplayer hier, die ich kenne, haben sich von Star Wars distanziert, sind jetzt in der Horror-Gegend oder Marvel, sind anders. Ich habe vorhin noch mit einem gesprochen, der sammelt nicht mehr, der malt jetzt nur noch für sich. Ja, also driften alle ein bisschen ab. Ob das jetzt an dem Wahnsinn Sommer liegt 2018, ob es an 2018 überhaupt liegt, weil da gar nichts gemacht wurde, also nichts Wesentliches, keine Hypes oder so, mehr Theater, mehr Theatralik. Wie gesagt, Star Wars am Ende, aber nicht am Ende, Neubeginn, oder liegt an der New Generation, an der fünften Generation. Die erste an die zweite ging ja noch, zweite an die dritte Generation ging ja auch noch, aber 3 an 4 fängt jetzt ja schon an zu bröckeln. Also so richtige Fans habe ich hier keine mehr kennengelernt, außer den Marcel da, der seine 11, also zwischen 9 und 11 war. Dann diverse andere und die richtigen Eingefleischten haben mir mitgeteilt an diesem Wochenende und haben mir auch die Bilder geschickt, dass plötzlich Tracker, Horror, Marvel, ja, DC plötzlich da auftaucht oder Eigenkreation im Bereich Cosplay. Dann die ganzen Conventions, die da ganz hoch angekündigt wurden, wo die Kunden dann hier standen. Nee, nö. Also es war eine nicht euphorische Resonanz. Und deswegen wird dieser Beitrag auch nicht so lang. Ich würde mich freuen, wenn wir bei Star Wars weitermachen würden. Das dauert jetzt, weil es sich nicht lohnt. Ihr lest ja selber bei Google, ihr lest ja selber bei Facebook. Ihr seht, was die Eingefleischten, die uns jahrelang das schon begleitet haben, wo wir nachlesen konnten. In den Eingefleischten, die sind ja auch nicht mehr vorhanden. Ja? Die sind jetzt mit Panini zusammen oder sind mit anderen zusammen oder haben sich mit anderen zusammengetan. Ja, Star Wars löst sich also irgendwie auf. Irgendwie bekommen wir bei Star Wars wirklich einen wahnsinnsrunden Abschnitt. Die alte Saga. Und wir können wirklich nur auf 2020 hoffen, dass 2020 komplett neu wird. Anders geht's gar nicht. Und wer halt Star Wars Fan ist, zieht sich wohl mehr zurück. Geht also mehr in den Hintergrund. Und ja, ich meine, bei Big Bang Theorie war ja Star Trek und Star Wars beides zu erleben.
auch bei der Hochzeit war auf der einen Seite der Star Trekker und der andere war Mark Hamill von Star Wars. Also war schon eine schöne Geschichte im 11er Block, also im 11er Staffel, wo die anderen beiden da heiraten. Ja, es ist nichts zu berichten. Es wird auch nicht über Figuren philosophiert, gar nichts. Die meisten stoßen ab, möchten es nicht mehr. Die Preise waren explodiert, sie sind explodiert. Bei Amazon und so sind sie preisgünstig zu haben. Nur auf den Messen, da muss man schon ein paar tausend Euro bei haben, um überhaupt lukrativ da was mitgenommen zu haben. Ja, nicht nur eine Figur für 100 Euro und dann war es das, plus Eintritt. Ist man 200 Euro insgesamt bloß mit Essen, ist ein bisschen heavy. Das macht also nicht Sinn, zu einer Convention zu gehen oder zu irgendeiner Börse zu gehen, ganz viel Geld auf den Tisch zu legen, weil einen Schnapper macht man da nicht. So, viele haben einen Schnapper gemacht, natürlich bei Jugendlichen, die das hier im Garagenverkauf getätigt haben oder Hinterhof Action da ihre Sachen verkauft haben oder halt hier im Rhein-Ruhr-Zentrum auf diesen sogenannten großen Trödelmärkten. Da kann man natürlich günstig kaufen, ab 1, 2, 3 Euro. Ja? Und wenn man Pech hat, so knapp 30, 40 Euro. Aber auf einer Convention oder auf einer Spielzeugbörse zahlst du aber richtig Geld und dann lohnt es sich nicht, bei Eintritt, Essen und Figur 200, 300 Euro da an einem Tag ausgegeben zu haben. Und man hat nur eine einzige Figur. Ne? Man will ja was Ordentliches haben. Den Rest kriegt man auch woanders günstig geschossen, wie auf dem Jahrmarkt. Ja. So, wenn Star Wars jetzt so langsam abdümpelt, lohnt es sich auch nicht, irgendwelche Star Wars Geschichten euch zu erzählen. Weil erstens wollt ihr Star Wars Geschichten gar nicht hören, weil der Star Wars auch nicht mehr so... das ist jetzt die Frage, deswegen mache ich das jetzt. Ich frage euch, seid ihr wie die Kunden hier auf Star Wars nicht mehr so geeicht? Oder also die waschechten Fans. Was ist los mit euch? Seid ihr eingeknickt? Seid ihr ermüdet? Oder seid ihr frustriert über die Geschichte, was jetzt mit Star Wars passiert ist? Ja? Ja. Oder wacht ihr erst dann wieder auf, wenn ihr E9 gesehen habt, wenn ihr Clone Wars gesehen habt und wenn ihr diese neuartige Resistance gesehen habt oder wenn ihr auch Rebels 4. Staffel endlich gekauft habt und dann wieder erwacht, euch hinsetzt, die einzulesen, sich anzustauen und dann wieder mit anderen darüber zu philosophieren. Ja, wie gesagt, Star Wars ist hier 100% eingefroren, deswegen kann ich keine Sachen erzählen. Meine Kunden haben kein Interesse mehr an Star Wars. Wie gesagt, obwohl sie Han Solo gemocht haben, Han Solo haben sie gemocht, sehr sogar, aber naja, auf eine Art soll Han Solo ja bei Netflix untergebracht werden. Warten wir es ab. Auf der anderen Seite wird vielleicht das Ganze halbiert, E9. Ja? So ein Doppelding da rauszumachen, dass man da zweimal rein muss. Ob das Sinn macht, weiß ich nicht. Da müssten die aber wirklich einen Wahnsinnsknaller drehen. Wir wünschen uns, auch die Kunden wünschen uns, dass wir, wie gesagt, einen Film zu Gesicht bekommen. Er darf ruhig 240 Minuten lang sein, aber noch länger in zwei Teilen, nee, sind sie auch nicht so für. Ja? Er sollte gut sein, er sollte auch sehr gut werden. Der E9 sollte wirklich einen Abschluss führen. Ja? Wie gesagt, der Falke hat ja da eine tragende Rolle, Leia hat eine tragende Rolle, Mark, irgendwie wird er da trägerisch drin sein. Und der Rest ist neu, bringt neu und soll Anschluss bringen an Johnson. Der Johnson soll dann seine Sache auf den Weg bringen, so ein kleiner Anschubser, so ein bisschen drumherum, wird da schon auf den Weg gebracht. Alle hoffen, dass ein Thorn erscheint. Ich wüsste jetzt nicht, warum Thorn da erscheinen sollte, weil was jetzt ist, ist ja schon fast über 30 Jahre hinter Imperial. Hinter dem Krieg, und jetzt ist gar kein Krieg mehr, weil die Resistance, die Rebellen etc. sind so geringfügig, die kann man an einer Hand abzählen. Was sollen denn 5 machen? Die neue Ordnung da umwerfen? Ne?
Was interessant sein könnte, ist ja endlich mal der Zwiespalt zwischen Großvater und Enkel, ne? Kylo Ren und so, und vielleicht auch seine Ritter von Ren, ja, die mystischen, ja, ja. An sich merkt ihr schon, Star Wars ist müde, Star Wars schläft, offenbar Star Wars erwacht noch einmal und dann richtig. Und bis dahin, naja, schauen wir mal. Jedenfalls, solche Clips lohnen sich nicht. Für Star Wars ist die Luft raus. Also wenn ihr andere Meinung seid, schreibt drunter. Also ich sehe, also hier um mich herum ist die Luft raus. Star Wars, nö, keine Resonanz. Auch auf Figuren nicht. Einige sammeln weiterhin Vintage. Andere sind bei dem Kennerbereich abgeben, Neukauf, ja, weil sie da noch sammeln, aber sonst ist wieder Wetter. Art Waschküche. Star Wars Waschküche. Ja. Ja, das war's. Liebe Freunde, wenn ihr noch Star Wars mögt, freue ich mich. Wenn nicht, naja, dann muss ich mich alleine darum kümmern. Ist halt so. Ne? Ich bin ein bisschen müde heute, weil das Wetter und wie gesagt, null Resonanz. Dann habe ich auch kein Interesse, sich da zu echauffieren für Star Wars. Ne? Ja. So, ich nutze dieses Wetter. Es donnert, es scheppert, es regnet. Ich nutze es für Star Wars. Also, die Bild-Zeitung will uns natürlich zurückholen zu SWAT. Will uns zurückholen nach BioWare. Will uns zurückholen in The Old Republic. Ich meine, die Videosequenzen bei Old Republic sind ja gigantisch. Die machen Spaß. Wenn man solche Filme sehen würde, würde Star Wars natürlich auch. Aber wir können uns das einfach nicht wünschen, was die uns da zeigen. Weil Disney ist Disney, Disney will, keine Ahnung. Die haben ihre eigene Vorstellung. Leider. Darum, ich mache keinen Hype mehr darüber. Ich schaue mir das an. Zwei Filme kloppen sich. Zwei Filme kloppen sich zu Weihnachten um den Platz. Was soll denn aus Star Wars dann werden? Avatar und Star Wars. Wo geht ihr rein? Avatar? 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 Ha? Ha? Oder in beide. Habt ihr so viel Geld zu Weihnachten? Wer hat denn so viel Geld zu Weihnachten? Ihr wisst genau, wie die Karten teuer sind. Die Filmkarten sind so teuer, dass man sich überlegen muss als Familie, dreiköpfig, vierköpfig, in welchen Film gehen wir? Wirklich beide? Gut. Wenn die Kinder schon in der Arbeit sind, kann das Kind ja mal einen Film vorstrecken. Dann weiß das Kind mal, wie teuer eine Familie ist. Ne? Wenn das Kind einsichtig ist. Wenn es einsichtig wäre. Sagen wir es mal so. So, die Eltern sollen da immer schön vorreiten und was weiß ich nicht alles. Hab heute auch gehört, dass die Kleine unbedingt ins Kino will, soll sie gehen. Wie gesagt, bei dem Wetter ist sie selber schuld, denn es regnet aus allen Eimern. Und es wird ziemlich warm. Ich nutze es halt jetzt, weil nicht so viele kommen, gerade eben wegen dem Wetter, mal hier wieder über Star Wars zu sinnen. Wie gesagt, Bild-Zeitung hat da seinen Artikel, kommt doch zurück zu Old Republic und so weiter, zu Sword, BioWare und so weiter. So. Mahlzeit, Hallöchen. Ah, was brauchen wir? Han Solo Debakel. Debakel, ja, 300 Millionen ist denen zu wenig. Auf eine Art, sie haben eingenommen, das, was sie ausgenommen haben. Natürlich, wenn wir auch einen fetten Gewinn haben für die Aktionäre. Und das hat nicht hingehauen. Aber sie haben 100 Millionen über. 100 Millionen haben die über für ihr Streaming. Real Star Wars. Also hat es doch einiges Gutes. 100 Millionen für 10 Folgen. Wenn es gut ankommt, werden mehr weitere Folgen folgen. Ne? Wie die ihre Gelder da machen wollen, weiß ich nicht, weil Streaming TV sie auch nicht alles. Ne? 2016 haben sie ihre Sachen einem Streaming TV ja vermacht, der dann bis 2025 die Rechte hat. Ja? Ja, keine Ahnung. Sind jedenfalls teure Bausteine, teure Star Wars Bausteine, die aufeinander gesetzt werden. Und ob die fünfte Generation wirklich Lust auf Star Wars hat, ich weiß nicht. Also die fünfte Generation, keine Ahnung, wer die sein wird, aber so richtig Interesse für Star Wars haben die nicht. Ja? Wenn Mama, Papa, also dritte, vierte Generation, die fünfte Generation, die so langsam in die Kurve kriegt von Star Wars, wird wohl Star Wars entgleiten. Ja? Oder wird ein Nebenprodukt sein. Auch Star Wars, ja, guck ich mir mal an. Ja, so ist das. 100 Millionen Dollar
für eine Streaming-Geschichte, für Star Wars real, okay, 10 Millionen pro Folge, warum nicht, kann man viel reinhauen. Obwohl, es wird dann immer billiger, weil wenn man erstmal eine Struktur hat, ja, dann kann man die immer schön verwenden. Wenn die CGI nehmen, dann haben die ja vier verschiedene Strukturen und in den vier verschiedenen Strukturen kann man die Handlung ja einarbeiten. Also dann wird das nicht mehr so teuer. Aber am Anfang muss die Struktur ja erstmal erarbeitet werden im CGI und halt auch im Green Room etc. oder auch im Computer selbst. Ja, Filme, Serien, all solche Sachen sollen kommen. Problem ist halt die eigene Lizenz. Wenn ich meine Lizenz vermiete, kann ich sie nicht zurückholen. Und wenn, dann für dreifach Geld. Und dann lohnt sie nicht. Also bis 2025 werden die, die halt vermietet wurden, ja, die Lizenzrechte wurden mal kurz vermietet, dagegen Geld, und jetzt müssen sie warten. So, 2019 soll alles kommen. Ein Streaming-TV von Disney. Ich meine, Disney hat genug Filme. Können sie von mir aus Mickey Mouse ohne Ende zeigen. Oder andere Sachen. Die Produktivität von Star Wars lässt nach. Weil die Figuren, das Ganze drumherum, man kann sich nicht mehr so identifizieren. Man hat nicht mehr so viel Lust auf Jedi oder Sith. Ja, einige machen es halt noch, einige kaufen noch Kostüme. Die Betonung, einige, nicht mehr die Masse. Die Masse hat früher, ja, nach 2012, war zwar ein Schock da, das ist richtig, aber trotzdem, es wurde gekauft. Es wurde gekauft, man hat auch getauscht, man war ja auch froh. Es wurde nach 2012 sogar eine Figur für $25.000 mal eben als Luke Skywalker mit seinem zerbrechlichen Schwert verkauft. $25 Millionen ist schon, $25.000 ist schon ein Hammer. Überhaupt Millionen Tonnen, also Tausende, Hunderte für ein Püppchen, nicht schlecht. Ja, lieber für 20 Cent hier aus Pappe hat man auch schöne Soldaten. Ja. Wir arbeiten jetzt momentan so mit so einer Pappgeschichte. Wir haben auch eine Star Wars Geschichte uns aus Japan kommen lassen. Mal eben schauen, wo es ist. Hier ist er. Wir bauen den Trawler nach. Ja. Aus Japan, hier aus Pappe. Der wird dann auf A3 vergrößert. Ja, auf A3 wird der vergrößert und dann haben wir einen großen Trawler. Mal gucken, wann wir den fertig machen. So, hier vor laufender Kamera zusammenbasteln, warum nicht? Daraus einen großen Trawler machen mit Anleitung. Wir können uns dann nur auf die Bilder konzentrieren, weil Chinesisch, Japanisch etc. können wir nicht. Aber wir haben. Wir haben also den Trawler haben wir schon. Wir haben auch eine Frage gestellt, ob wir auf Papier umsteigen sollen oder wie ihr das seht, auf Papierflieger und Star Wars Papier, die jetzt hier die Geschichte von Amerika mit den Häusern. Wir wollen ja also Papphäuser bauen da und Fusiliere, Armeen. Ja, das ist der sogenannte Bürgerkrieg Amerika, 4. Juli. Den wollen wir dann am 4. Juli 2019 dann ins Schaufenster stellen. Mal schauen, ob wir es hinbekommen. Ist eine tolle Geschichte, ist nicht so teuer. Wie gesagt, ich freue mich heute. In einem Monat erscheint Han Solo auf DVD, Blu-ray und 4K. Wie gesagt, viel zu berichten ist nicht. Wie gesagt, die Bild-Zeitung spricht von Old Republic, von Sword, BioWare. Die anderen, die zu WebDIA gehören, das ist die große Firma, die IBM und Nerdshow und wie die alle heißen, in ihrem Portfolio haben. Wie gesagt, in unserer Show müsst ihr nichts bezahlen, ihr könnt vorbeikommen. Wir bezahlen, wenn es, also kommt drauf an, was ihr da machen wollt. Ansonsten, wenn ihr uns beauftragt, dann kostet es bei euch Geld, und wenn wir euch beauftragen, kostet es uns Geld, wenn ihr damit Kostüme erscheint. Also ich habe sehr viele Kostümfirmen jetzt angerufen, die sagen, mit Star Wars machen wir nicht mehr so viel. Können wir nicht mal Marvel machen oder können wir nicht mal was anderes in DC machen oder so? Also die DC und Marvel Leute habe ich mehr hier wie Star Wars. Star Wars hatte ich nur zweimal hier. Einmal
aus Dümmen und einmal aus Dortmund. Sind auch eingetragene Vereine. Aber passiert nicht viel. Und ja, ist halt so, man kann es nicht ändern. Ob ich jetzt auf DC umsteige oder auf Marvel, da hätte ich mehr Zuspruch, habe ich gehört. Weil Star Wars ist halt nicht mehr so angesagt. Ob die fünfte, sechste Generation jetzt wirklich aussteigt aus Star Wars, werden wir sehen. Bin der Meinung, wir sind ja jetzt gerade noch in der vierten, fünften Generation. Ja, 41 Jahre durch Star Wars, da ist schon eine Menge geflossen, ja, an Menschen. Und Star Wars 41 Jahre mal ebenso, wenn schon 40.000 sich aufregen, weil E8 so schlecht gewesen war. Ja, also Han Solo war nicht schlecht. Solo musste leider nur drunter leiden. Ich freue mich wirklich, wenn ich ihn bald sehen darf. In 3D zu Hause auf meinem IMAX. Ja, das wollte ich nur gesagt haben. Sonst bin ich wieder weg. Es ist sehr heiß. Es hat ja, wie gesagt, schwer geregnet. Ich hatte trotzdem Besuch. Ja, und haben auch philosophiert. Aber leider nicht mehr über Star Wars. Also die Philosophie über Star Wars geht immer mehr zurück. Wie gesagt, wir haben Infinity War, wir haben uns über Tomb Raider, ja, darüber hat man sich über Bollywood. Also wir haben ja sehr viele Inder, also wir reden hier mehr über Bollywood und asiatische Filme, Jackie Chan und so. Wir sind ja auch noch im Filmclub, aber trotzdem. Die Generation 5, 6 macht alles so ein bisschen anders, komplett. Ja, und Star Wars, da ist irgendwie die Luft raus. Komme ich doch mal eben zum Schluss, weil Konzert, es ist wieder Sommer. Über den Sommer brauchen wir uns jetzt nicht streiten, der Sommer ist so warm. Der Sommer ist Sommer, Ende. Aber jetzt kommt wieder Star Wars Konzert. Ich frage mich, wenn wir dauernd zurückspringen, Back to the Future, ja? Also wenn ich dauernd Back to the Future sehe, ihr wisst schon, irgendwann kommt er mir aus den Ohren raus. Und Imperium schlägt zurück, die Musik, Konzert. So, dann sitze ich da, Konzert, und erlebe nochmal diese dramaturgische Musik mit einem Live-Orchester. Okay, ich bin die erste Generation Star Wars. Vielleicht liegt es daran. Die erste Generation Star Wars, ich weiß nicht, die hat ja alles. Wir haben die Musik, wir haben die Disco-Musik gehabt, wir haben die Rap-Musik gehabt, wir haben die knallharte elektronische Star Wars-Musik gehabt. Dann hat gescheppert, gerappelt, hallo, der imperiale Marsch schon, allein in elektronischen Verse, ach herrlich. Auf Geige, auf Cello, ach, Klavier, Hammer. In elektronische Explosionsextase. Aber immer wieder kehren wir zurück zu Imperium schlägt zurück. Konzert. Konzert, Konzert, Konzert. Ist das wirklich ein Highlight? Also wenn ich dauernd zurückspringe, kommt der Funke leider nicht über auf Star Wars, weil ich möchte nicht mehr das Alte sehen. Ich möchte was Neues. Ich will was Neues. Deswegen hat Han Solo, deswegen hat ja Rogue One mich so inspiriert. Rogue One, das war Knaller. Ach, war das stark, war das super. Ja? Und dann, wie gesagt, Han Solo dazu. Das war genial, also das hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt auf einmal Star Wars heiße Luft im Konzert. Imperium schlägt zurück. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, also für mich wird es das wohl so langsam sein mit Star Wars. Ich werde wohl so langsam nicht zurückziehen. In der Öffentlichkeit über Star Wars zu sinnen, darüber zu sprechen oder mich zu outen, dass ich das mag. Ich glaube schon, dass ich mich zurückziehen werde und werde sagen, es war schön, Star Wars gekannt zu haben. Innerlich bleibe ich dabei, für mich geschlossen, ganz normal. Ich habe ja genug hier, hängt ja hier. Wenn es weg ist, ist es weg. Aber wie gesagt, es ist noch Menge da, null Nachfrage. Also nicht schlimm. Mir macht Spaß. Es hängt. Wie wir ja wissen, hin und wieder wird es teurer oder wieder billiger, je nachdem. Also juckt mich nicht. Nur es fällt halt auf.
Wenn überall geramscht wird, verramscht wird, wenn nur Negatives zu hören ist, wir versuchen diese Positivität nach vorne zu bringen, aber interessiert keinen. Ah, Star Wars. Hast ja recht. Ne? Hast ja recht. Wenn ich recht habe, brauche ich keine Videos mehr. Sommerlochabschluss. Fett am Regnen gewesen bis 17 Uhr. Jetzt hat der Regen aufgehört. Jetzt ist auch Feierabend, jetzt ist auch Schluss. Also, an alle Star Wars Fans, auch meiner einer. Ich spreche auch jetzt nur für mich. Ich werde immer 100% begeistert sein, egal was Star Wars zeigt, nicht zeigt oder doch zeigt oder wo Star Wars auftaucht, werde ich hinschauen, mich amüsieren und dann gemütlich wieder zurück. Ich werde mich weder echauffieren, ich werde mich weder aufregen. Mir ist das ab sofort 2018 total egal. Weil Disney macht sowieso, was Disney will und hat keinen, leider keinen Fanservice. J.J. Abrams meinte das ernst, kein Fanservice. Wir können das zwar anhören, aber egal. Es ist kein J.J. Lucas, es ist J.J. Abrams, der soll von mir das auch durchziehen, auch machen. Wie gesagt, die Trilogie geht zu Ende. Und was ich heute alles wieder gelesen habe über Star Wars, das geht wirklich nur ums Geld. Ja, hat irgendwie, nee, als Fan, also da ziehe ich mich zurück. Bin zwar Fan, aber ganz leise. Man sieht mich nicht, man hört mich nicht. Bin Fan, ganz leise. Ja, ich sehe es mir an. In 3D, 2D. Ich schwör's, ja, jetzt wieder Konzert, ja, und dann dieses und das und all sowas. Viele, sehr viele zeigen nicht mehr Star Wars Figuren, sondern andere. Die sind nämlich jetzt bei Marvel oder bei DC. Ja, Star Wars ist ein Disney-Produkt, bleibt ein Disney-Produkt und geht halt, so, dem Fan, also dem Fan soll es egal sein, mir zum Beispiel. Ich schließe das jetzt, das Kapitel, hiermit schließe ich das Kapitel Star Wars. Figuren und Theater, ja, Filmfiguren, Theater werde ich sicherlich weitermachen, aber was, weiß ich noch nicht. Star Wars als Hobby, naja, Star Wars als Hobby, wenn ich bedenke, dass mir der Falke 1200 Euro kosten wird, dass De Agostinini von mir 1200 Euro hat bekommen, wenn ich der Meinung bin, dass ich den X-Wing auch noch nehme, bin ich nochmal 1200 Euro los. Also hat De Agostini an mir 200.000 Euro irgendwie, nicht wahr, verdient und ja, meine Einheit ist da rumstehen für die Nachwelt und das war es dann. Denk mal drüber nach. Denk mal drüber nach über Star Wars, Merchandising, Star Wars Figuren und alles. Also wer sammeln will, kann das haben, ist kein Thema. Aber meiner einer zieht sich vollkommen aus Star Wars zurück raus.